Hallo und herzlich willkommen zu Schuhpassion TV. In unserer heutigen Episode dreht sich alles um den eleganten Anlass. Wie kleide ich mich dazu und was unterlasse ich besser? Ich freue mich sehr, dass wir heute bei Schuhpassion TV eine nächste Ebene erreichen und uns mit dem Thema Stil, Stilberatung, alles was so halt zu Kleidung und zu Anlässen sich darum handelt, dass wir es heute besprechen können. Wir haben zarte Versuche, Gehversuche hier schon gehabt. Wir hatten mit Videos mit Fight gehabt, wo wir halt Get the Look, alte Looks aus den 20er Jahren nachgespielt haben, wie man sie dann halt mit unseren Schuhen halt hinbekommen kann. Das war schon mal ganz gut. Wir haben uns zuletzt halt über Schuhe unterhalten, die zu Hochzeiten passen. Und heute geht's halt weiter, ist der erste Teil einer Serie, wo wir uns mit bestimmten Anlässen beschäftigen. Und natürlich, wir sind jetzt im Sommer, traditionell wird jetzt gerne viel geheiratet, das wäre zum Beispiel ein toller Anlass. Und ich habe mir dafür aber, weil ich natürlich nicht diese Expertise habe, also ich wusste noch, wie man heiraten kann, das schon, und wie man einen Anzug sich holt und den anzieht, aber dann endet es bei mir auch schon. Und habe mir jemanden eingeladen und sie kennt sich damit aus, mit diesem Thema. Es ist ihr Beruf, sie bietet Stilberatung an und ist Personal Shopperin. Und das ist Cornelia Gumm. Herzlich willkommen, Cornelia. Schön, dass du da bist. Ja, danke, Tobias. Ich freue mich, dass ihr mich hier eingeladen habt und ich mich hier austoben kann in eurer großen Spielwiese, die ich genial finde. Also wunderbar, na dann, lass uns mal einsteigen. Cornelia, Stilberatung und Personal Shopping, das ist, was muss ich mir darunter vorstellen? Ist es jetzt so, ich finde dich im Internet oder über, wahrscheinlich ist Mund-zu-Mund-Propaganda, dass jemand zufrieden war und sagt, ja, das mach doch mal hier mit Cornelia, die hat mir dabei geholfen. Und dann kommt jemand zu dir und sagt, ne, wir kennen das aus dem Internet, wäre es dann halt so das Curated Shopping und hier gehen wir nochmal eine Stufe weiter, es ist persönlicher, es ist exklusiver, dass man halt jemanden hat, mit dem man dann halt ins persönliche Gespräch tritt. Das bist dann du. Also die Leute, wie finden die dich A? Und B, was, wie geht das Ganze los? Wie läuft das grob ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also man findet mich natürlich entweder über Empfehlungen. Ich habe sehr viel Stammkundschaft, die ich über Jahre auch begleite. Oder natürlich auch übers Internet. Und oftmals stelle ich fest, dass Menschen sich lange auch mit diesem Thema auseinandersetzen, weil an seiner Persönlichkeit zu arbeiten und das auch immer wieder der Zeit anzupassen, ist ein Thema, das braucht auch ein bisschen Mut. Und es ist was äußerst Persönliches. Und das ist das, was mich neben dieser ganzen Mode und der Spielwiese, die ich da zur Verfügung habe und in der ich mich total auskenne, von oben bis unten und rechts bis links. Ich glaube, du machst das jetzt schon nicht erst seit gestern, sondern das sind schon ein paar Jährchen, ein paar Jahrzehnte. Ich glaube, es sind bald 20 Jahre, die ich Menschen berate. Und ich habe mit 14, 15 angefangen, meine eigene Kleider zu nähen und habe mich immer schon auch als Jugendliche mit Kleidung und der Wirkung beschäftigt. Und dieses Tool, also was ich mit Kleidung machen kann, wie ich das äußere Erscheinungsbild und die Botschaft verändern kann, das hat mich immer fasziniert, das finde ich grandios, weil der Mensch verändert sich ja im Leben auch mit Familiengründung und beruflicher Karriere und was auch alles mit eine Rolle spielt. Und da ist es auch wichtig, dass man den Stil und auch seinen Selbstausdruck mit der Kleidung immer wieder auch der Zeit anpasst und darum geht es eigentlich. Und du warst auch irgendwie noch in der Fashion-Business-Industrie auch irgendwie tätig auf dem Feld, bevor du dich dann halt selbstständig gemacht hast? Genau, also ich habe alles von der Pike auf gelernt. Ich bin gelernte Schneiderin, ich bin Designerin, ich habe weltweit Produktionen und Kollektionen auch gemacht in der Fashion-Industrie. Okay. Das bedeutet, würde denn jetzt mal das Beispiel für in meinem Fall. Ich komme halt hin und sage, in, weiß ich, 3-4 Wochen ist die Hochzeit, es ist dann, ich bin dort zu Gast, ein Unterschied zu versus, ich bin dort der Bräutigam. Und dann komme ich zu dir und sage, so Cornelia, was können wir jetzt machen? Ist das jetzt schon, das ist der Anzug, den ich hier auch bei mir im Kleiderschrank gefunden habe, kann man mit dem arbeiten? Die Schuhe natürlich hier wunderbar, da kann ich schon jetzt sagen, gibt es keinen Zweifel, die sind top. Aber dann zum Anzug und dem Rest, ist das schon, haut das hin? Oder ist da eine Basis wenigstens gelegt, mit der man arbeiten kann? Oder? Ja, wunderbare Basis. Straight, schlicht, modern. Guck mal, ich habe hier wäre so, noch schön, wenn man deine Ich habe hier ein paar Manschettenknöpfe, die sieht man aber gar nicht. Dann wäre die Frage noch, ich habe jetzt verzichtet darauf, ich habe jetzt keine Krawatte. Ich dachte mir jetzt für das Video, ich will es jetzt nicht übertreiben, ich habe jetzt auch keine Fliege, gemeinhin Fliege, ich glaube, man nennt es natürlich Schleife.
Jetzt auch nicht, ist das also so? Wenn du auf einer Boho-Hochzeit eingeladen bist, könnte man natürlich noch schön mit einer Fliege oder Schleife arbeiten. Ne? Das würde ganz gut passen. Also so kannst du halt Akzente setzen, je nachdem, wie die Hochzeitseinladung auch ist. Ein bisschen Einstecktuch habe ich noch, das ist okay. Was sollte man, ist jetzt eine dicke Uhr, wäre die jetzt hier am Handgelenk noch, wenn ich jetzt in diesem Watchgame drin wäre und hätte jetzt hier, keine Ahnung, kann jetzt keine Firmen nennen hier, riesige Uhr, ist das auch, das sind so die Accessoires des Mannes, mit denen man noch arbeiten kann, um sich hervorzutun? Genau, also eine Uhr ist immer ein Statement bei Männern vor allem auch, da spricht man gerne drüber, aber ich finde Schuhe ist auch immer ein super Thema. Also Männer lieben ja Schuhe und an Schuhen kann man doch bei Männern auch echt viel erkennen. Also und das ist eigentlich das Spannende dran, dass man, egal was man tut, auch viele Menschen sagen ja, Kleidung ist mir eigentlich nicht wichtig, ich achte nicht drauf, es ist für mich im Leben eigentlich kein Thema. Und sage ich, aber auch genau das ist eine Botschaft, die du sendest. Ja. Und das sehe ich. Und auch bei Schuhen, Schuhpflege zum Beispiel, da habt ihr ja ganz tolle Schuhpflegevideos. Genau, da bist du genau richtig. Ist super wichtig, ne? Wenn ich auf der Rolltreppe irgendwo im Kaufhaus hochfahre und sehe von hinten die ungepflegten Schuhe oder die nicht beim Schuster war oder so, das sagt auch was über den Menschen aus. Ja. Und so kann man mit den Details auch spielen. Und klar, bei Männern Schuhe, Autos. Das klingt doch schon mal, das klingt doch schon mal gut. Dann lass uns doch mal einsteigen ins Thema. Also das Video, um das es sich heute dreht, ist es halt, unser Thema ist der feierliche Anlass. Leute wollen sich dann halt entsprechend schick anziehen, Leute wollen zusammenkommen und wollen dann halt einen besonderen Anlass entsprechend zelebrieren. So, jetzt lass uns einsteigen zum feierlichen Anlass. Ich wäre jetzt halt alt hergebracht und kann dann für die Herrenfraktion sprechen. Ist natürlich, je feierlicher der Anlass, desto unverzierter der Schuh, desto weniger auffällig. Also ganz klar sage ich dann halt nur, schön Black Tie, Smoking, schwarze Fliege und ein paar Lackschuhe. So, das ist es. Oder kann man da was anderes dann halt noch machen? Das ist erstmal die Frage vorab. Was man machen kann, werden wir gleich im Video noch sehen. Aber was sind deine allgemeinen Gedanken dazu? Weil ich würde jetzt halt so eine althergebrachte, traditionelle Ansicht halt bringen. Genau so, da muss man halt, der Mann darf dann halt nur, wir haben ja schon ein paar Accessoires gesprochen. Aber was ist deine Meinung dazu? Zum feierlichen Anlass jetzt im Jahr 2021? Also ich glaube mit, also das eine ist, ich glaube, die Menschen haben wieder totale Lust, sich schön zu machen, weil jetzt mit diesem ganzen Offline-Style, den man zu Hause hatte, mit den gemütlichen Sachen und immer vor der Kamera, hat man doch wieder Lust, sich ein bisschen schön zu machen. Und jeder hat auch was Schönes im Schrank. Ich glaube, diese Hochzeiten mit Smoking und Black-Tie-Geschichten, ja, die gibt es. Und da gibt es auch bestimmte Umfelder, die das verlangen. Aber ich glaube, die breite Masse oder die meisten Hochzeiten sind heute doch ein bisschen individueller, manchmal auch unter Motto, auch entspannter und selbst die Vorstände tragen heutzutage keine Krawatte mehr oder die meisten nicht mehr. Insofern, das kann schon ein bisschen lockerer sein und aber trotzdem doch immer gepflegt und das ist auch ein Respekt dem Gastgeber und dem Hochzeitspaar gegenüber, sich schön zu machen und gepflegt zu erscheinen und gerade auch beim Schuh ist es ganz wichtig, darauf zu achten. Vielleicht so ein paar vorab noch, bevor wir zu den schönen Beispielen kommen werden. Ein paar Don'ts vielleicht noch, auf was sollte man halt entsprechend verzichten. Kurzes Hemd für den Herrn. Also kein Jackett, sondern nur ein kurzes Hemd, Jeanshose, Dreiviertel Jeanshose oder so. Oh Gott, ich habe mir die Antwort schon gegeben. Ja, gut, ich meine, ein Dreiviertel Hemd. Ich meine, es gibt ja die Ibiza-Hochzeiten, ne? Wo man dann auch schon irgendwie so einen Motto-Style hat oder so, da kann man das machen. Aber ich sage jetzt mal, für die normale, klassische Hochzeit würde ich sagen, nein. Und ein Sneaker würde ich sagen, kommt auf den Gastgeber drauf an. Aber ich würde sagen, ehrlich gesagt, ein schöner Schuh. Ist doch angebracht für eine Hochzeit, finde ich ganz, ganz wichtig. Warum gibt es überhaupt kurzärmelige Hemden? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum es kurzärmelige gibt. Weil also, du kannst das ja hochkrempeln, wenn du es willst, bis hier, dann sieht es ja noch elegant aus, aber nicht. Genau, also wie schön ist, wenn man jetzt nach Italien guckt, der Italiener würde meistens ein Langarmhemd nehmen und das schön aufkrempeln, da gibt es ganz tolle Krempeltechniken übrigens. Und das hat viel mehr Sex-Appeal, so ein aufgekrempeltes Hemd als ein Kurzarmhemd. Aber ja, viele Männer sind es gewohnt, Kurzarmhemden zu tragen. Und das kommt ja manchmal auch aber aus. Aber das ist eher so ein deutsches Ding, oder? Oder würdest du sagen, das ist auch andere Länder? USA kann man das auch oft sehen, ja. Aber das kommt halt manchmal auch so aus der Vergangenheit oder aus der Familiengeschichte. Manche haben das gar nicht anders gelernt, die finden das ganz normal.
Und die sehen auch gar nicht, wie das auch, wie sie damit aussehen. Die Vorbilder. Haben da gar keinen Vergleich. Ja. Und für mich ist immer wichtig, sich die Dinge einfach bewusst zu machen. Also wenn ich mir bewusst bin, was ich tue und wie ich aussehe, dann kann ich alles machen und kann das auch erklären. Ja. Vielleicht wird das aber auf einer Hochzeit, ehrlich gesagt, finde ich doch hat's nichts zu suchen. Das hat, ich bin Outfit völlig bei dir, dass man da halt eben auch Respekt. Eine Frau kann da wieder ein bisschen mehr Haut zeigen, aber als Mann finde ich ist ein Langarmhemd doch auf jeden Fall schön. Und es gibt ja dünne Sommermaterialien. Genau. Also wenn es heiß ist, kann ich auch ein schönes Leinenhemd anziehen, edles. Ne? Das Kurzarmhemd wird dann vielleicht Thema sein. Wir werden dann ein weiteres Video der Serie wird sich dann um den freizeitlichen Anlass beschäftigen. Vielleicht taucht es ja dann da auf. Vielleicht sieht dann die Meinung von Cornelia ganz anders aus. Ich glaube nicht, meine jedenfalls auch nicht grundsätzlich, aber nun gut. Lassen wir es erstmal dabei. Vielleicht, weiß ich nicht, gibt es noch einen typischen Verbrechen? Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob wir dieses Kurzarmhemd sehen werden, weil mein Ding ist auch immer die Welt ein bisschen ästhetischer und schöner und ich bin halt ein totaler Ästhetik-Fan und stellt euch mal vor, egal wo ihr Menschen seht, jeder sieht einfach für sich schön aus. Also von schön auch authentisch schön. Und wie wäre das denn? Wäre doch ein total... Ja. Okay, dann würde ich sagen, an der Stelle, wir haben ja darüber gesprochen, was man vielleicht nicht unbedingt machen sollte, dann lass uns doch mal zeigen, wie man den feierlichen Anlass im Jahr 2021 entsprechend begehen kann. Wir haben da ein paar Beispiele vorbereitet. Wir haben ein paar Modelle hier, männliche und ein männliches Modell und ein weibliches Modell und mit ein paar Styling-Vorschlägen zusammengestellt von Cornelia. Und da werden wir uns jetzt mal durcharbeiten und werden mal zeigen, wie man das Ganze in Szene setzen kann und vielleicht als Anregung halt für euch zu Hause, wie das halt eben ab sofort funktionieren kann und wie man halt gut auftritt zum feierlichen Anlass im Jahr 2021. Los geht's! Wir haben das Set schon ein wenig umgebaut, um jetzt ein bisschen Raum zu bieten dem Ganzen, weil wir wollen jetzt ein paar Looks zeigen. Los geht's mit einem Look für die Damen, wie man sich halt im Jahr 2021 zu einem feierlichen Anlass kleiden kann. Und ich möchte an dieser Stelle meine Kollegin Anne hereinbitten, die dem einen oder anderen schon auf unserem Kanal bekannt ist und heute dankenswerterweise uns für uns als Modell bereitsteht. Und ich übergebe an Cornelia. Was sehen wir hier? Was haben wir hier vor uns? Ja, ich habe natürlich die Anne so ein bisschen interviewt, was sie in ihrem Kleiderschrank hat, weil Thema Nachhaltigkeit ist ja auch wichtig. Das heißt, wir können aus dem eigenen Kleiderschrank auch wunderbar kombinieren. Sie hat ihre schwarze Seidenkülotte an, dazu eine fließende, weiße, elegante Bluse. Und ich habe ihr den schwarzen Mule dazu gegeben, absolutes Trendthema auch. Und ich finde, es ist ein elegantes Outfit, was man wirklich bei Firmenfeiern anziehen kann, bei Geburtstagsfeiern, also runden Geburtstagen, auch bei Hochzeitseinladungen ist das elegant und man kann das auch schön ins Theater oder in die Oper anziehen. Also ein vielseitiges Outfit, was im Sommer jetzt wunderbar straight und schlicht und edel ist. Wie fühlst du dich? Gut, sehr wohl. Gibt es denn da Einschränkungen, weil ich jetzt sehe, dass man halt barfuß reingeht hier in die Mules von Vagabond, gibt es da Einschränkungen, dass man, wo man dann halt, darf man als Mann ist es klares No-Go, ich kann jetzt halt, mache das eher wahrscheinlich weniger in der Sandale und zeige halt Fuß, aber für Frauen ist das ist kein Thema, das ist okay. Also zu festlichen Anlässen für Frauen ist es auf jeden Fall in Ordnung, einen offenen Schuh zu tragen. Normal in bestimmten Business-Situationen wäre vorne geschlossen oder sogar auch hinten geschlossen ratsam. Ist übrigens auch ein Outfit, was man gut im beruflichen Umfeld tragen kann, wenn du den Schuh wechselst. Und bei offenen Schuhen sind gepflegte Füße natürlich selbstverständlich, darüber rede ich hier ehrlich gesagt gut. Nicht so. Und das aber, ist natürlich auch so, dass man halt, wie du schon sagtest, man hat die Kleidung in seinem Schrank und es ist halt nicht nur, dass man sie für einen Anlass, für einen spezifischen Anlass halt einsetzt, sondern dass man halt auch Stichwort, ne, was heißt auch hier schon Nachhaltigkeit rein, dass man nicht halt zu viel halt sich besorgt, um dann halt 40.000 verschiedene Auswahlmöglichkeiten zu haben, sondern halt ein bisschen kombinieren kann, um das Ganze halt aufzupeppen, dann für einen feierlichen Anlass. Aber du hast schon gesagt, dass man es genauso gut im Büro tragen kann, finde ich, ist eine gute Möglichkeit. Ja, also ich sage immer so um die 30, 35 Teile im Kleiderschrank einer Frau, wenn das Sortiment sozusagen so gut zusammengestellt ist, dann lässt sich daraus total viel variieren. Dann kann ich eigentlich jeden Tag ein anderes Outfit anhaben. Und hier sieht man zum Beispiel, es sind drei absolut zeitlose Sachen. Ne? Auch der Schuh ist ein absolut zeitloser Klassiker. Und den kann ich auch nochmal zum lockeren Sommerkleid auch ganz gut kombinieren. Aber
Ja, ne, super. Gut, dann hätten wir den ersten Damenlook hinter uns und würden dann wahrscheinlich jetzt weitermachen mit dem ersten Herrenlook. Wir machen weiter mit einem Vorschlag für den Herrn zum feierlichen Anlass. Und dazu möchte ich Chris hereinbitten. Auch eher schon bekannt über diesen Kanal. Und insofern vielen Dank auch an dich, dass du heute hier mitmachst. Und hier haben wir heute Chris im James-Bond-Outfit. Oder Cornelia, was sehen wir hier? Was haben wir? Da fehlt noch ein bisschen der coole Blick. Also, ja. Und die Knarre. Ja, genau. So, sehr gut. Ja, hier sehen wir, eigentlich wollte ich für Chris so einen wirklich schönen dunklen grauen Anzug. Chris hat alles im Schrank, wie ich gehört habe, sogar den weißen Rolli oder gebrochen weißen Rolli. Mhm. Und ich finde ehrlich gesagt, also ich finde immer ganz schön, wenn man die festlichen Outfits auch auf den Typ abstimmt. Und du bist halt nun mal nicht so der, ich will nicht sagen Spießer oder so dieser mega klassische Typ, sondern ich sehe dich halt wirklich mehr mit so einem Rolli. Und ich finde, es kommt auch ganz gut zu diesem schlanken, schmalen Anzug, der dein Body auch wirklich berührt. Das heißt, man sieht deine Figur darunter rausstechen. Und genau. Und dazu ein ganz klassischer Schuh. Da seid ihr wieder die Experten. Da mische ich mich gar nicht ein. Auf jeden Fall finde ich, ist das ein ganz, ganz schöner, eleganter, schwarzer Schnürer, übrigens auch ein Trend. Man würde meinen, das ist ein Klassiker, aber ein ganz großer Trend wieder. Die schlichten, zeitlosen, vor allem zeitlosen Klassiker, die man sich in den Schrank stellt, zum Thema Sustainability und Nachhaltigkeit. Und ganz, ganz wichtig auch bei allem, was man sich in den Schrank reintut, ist die Bequemlichkeit und das Wohlbefinden. Wie fühlst du dich mega so in dem Outfit? Also ich gehe selten so raus, muss ich sagen. Ne? Man hat ja momentan leider nicht so viele Gelegenheiten, das irgendwie immer auszukosten. Aber ich würde sagen, die nächste Hochzeitsfeier wäre doch geritzt, oder? Aber super, ich finde ehrlich gesagt, das ist ein Outfit, das kannst du zur Hochzeitseinladung tragen, zum Standesamt. Du kannst es für ein Firmenfest tragen. Du kannst es in die Oper, ins Theater. Du bist eigentlich immer so richtig angezogen. Es ist elegant, aber es ist trotzdem auch sehr modern. Diese Vielseitigkeit möchte ich gerne noch unterstreichen, weil mein Fachgebiet ist natürlich nicht der Anzug, mein Fachgebiet sind die Schuhe. Und da kann man es ganz gut schön sehen, wenn die Kamera das einmal so einfangen könnte, kannst du einmal den Schuh so hinstellen, dass man jetzt hier wunderbar sieht, das ist halt beides. Also wir haben jetzt die Capto-Variante mit der abgesetzten Vorderkappe. Einmal bei Chris als Derby und einmal bei mir als Oxford. Und das ist so dieser Klassiker, den man halt eben zum feierlichen Anlass tragen kann, den du im Büro trägst, den du aber halt auch genauso auf der Straße halt im Alltag tragen kannst. Also der Capto Oxford Derby ist für mich dann halt eben die erste Wahl, ein Schuhmodell, was in keiner Kollektion fehlen darf. Ich persönlich finde jetzt den Capto Oxford noch ein bisschen eleganter, ein bisschen wunderschöner. Beim Capto Derby ist aber auch der Punkt, dass man halt gerade wenn man einen höheren Spann hat, darüber verfügt, dann kommst du in den Oxford nicht rein, dann kann das Schmerzen verursachen, dann ist der halt die gute Wahl. Und beides sieht halt super elegant aus. Und ich denke, damit ist man auch breit aufgestellt, sodass man halt nicht einen Lackschuh zum Beispiel, würde ich sagen, den hast du halt und dann nennen wir mal die ganzen Anlässe, wozu du denn einen Lackschuh tragen kannst. Genau, das ist und nicht der, finde ich, ist total elegant, aber du kannst ihn auch im Business tragen. Also damit bist du immer richtig. Und als Detail finde ich ja auch total cool deine Strümpfe, ne? So ein Strumpf wirklich mit so einem ganz feinen Streifen, der den Übergang zwischen dem strukturiert gewebten Anzug und dem Schuh verbindet, finde ich ja mega elegant. Das ist so ein bisschen auf den zweiten Blick. Vielleicht noch eine Frage zu den, was ist hier, Chris trägt jetzt hierzu keinen Gürtel. Das ist okay, kann man machen, oder? Oder würde ich jetzt sagen, ach, es ist sich vorher nicht aufgefallen, wir hätten doch den Gürtel noch einbauen können. Also bei Chris finde ich, das ist also ich in Ordnung, weil, das ist Chris. Also für mich ist die nicht. Individualität ich find's gut so in dieser Kombination. Und du hast hier natürlich nicht den normalen Knopf, sondern du hast hier diesen übersetzten Knopf, der ja schon wie so ein Gürteleffekt ist. Und das macht es auch so ein bisschen sportlicher. Hier drüben, Einstecktuch wäre jetzt too much oder könnte man noch machen? Oder? Kann man machen, ja. Ja. Super. Kann man machen. Dann gibt es weiter dazu nichts zu sagen. Ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus und das ist absolute Empfehlung. Die zwei können doch eigentlich auch zusammen so auf die nächste Einladung genau, gehen. Genau, das kann man so mitnehmen.
Ja, wir haben jetzt den Look einfach nochmal ein klein wenig verändert und dazu möchte ich Chris und Anne nochmal nach vorne bitten. Aber gerne. Was haben wir gemacht? Wir haben nur das Oberteil bei beiden gewechselt und die Schuhe. Wir können hier sehen, ein eleganter schwarzer Doppelmank. Und das Erste, was Anne mir so sagte im Kleiderschrank und was sie bei Schuhen liebt, ist Glitzerschuh. Sie hat immer von der Multicolor-Glitzerschuh geredet. Also habe ich gedacht, der muss unbedingt zu ihrer Garderobe dazu. Und ich finde, es ist ein super Party-Outfit, also für eine Firmeneinladung, für eine Abendparty, für ein tolle Feier in einem schönen Restaurant, also einfach was Wertiges, Elegantes, aber trotzdem ist es cool und es ist so ein, ja, ist ein cooler Party-Look und ich finde, die beiden geben auch ein total schönes Bild zusammen ab. Danke, Conny. Wie fühlt ihr euch denn so? Also ready to party, würde ich sagen, oder? Ready to go. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist mega, es ist ein bisschen lockerer, ne? Wir haben ja jetzt auch ein T-Shirt bei mir drunter. Du hast einen Gürtel an, aber das, ja, finde ich, ist ein Muss zu diesem Schuh. Auf jeden Fall. Und ja, ehrlich gesagt, es ist sehr schlicht, aber es wirkt doch extrem edel und cool auch. Ja, da kann auf jeden Fall die Firmenfeier kommen. Und so könnt ihr einfach auch durch ein Schuhdetail euren Kleiderschrank total pimpen. Ja, jetzt haben wir einfach bei der Anne nochmal die Hose gelassen und ein frisches, sommerliches, festliches Outfit gestaltet, indem wir das Oberteil und auch nochmal eine Jacke dazu anders kombiniert haben und den Schuh ausgewechselt haben. Anne, zeig dich. Ja, hier können wir einfach ein frisches, sommerliches Outfit sehen. Anne, du lachst. Fühlst du dich wohl? Ja, sehr. Zieh doch mal deine Jacke sehr aus. Bequem. Und genau, also damit bist du angezogen für eine Abschiedsfeier, Abschlussfeier für deine Kinder oder ein Jahreshochzeitstag, ein schönes Dinner, ein Sommerdinner, ein heller, schöner Enkelboot, auch ein großes Trendthema mit gleichfarbigem Absatz, sehr edel, sehr elegant und ich finde, als Pendant mit dem Oberteil sieht das einfach sehr schön aus und hat einen sehr schönen Nude-Look so auch zu deiner Haut, sieht ganz klasse aus und ist ja auch eine Farbe, die du im Schrank hast. Das Oberteil hast du ja schon gehabt, den Schuh haben wir einfach ausgewechselt und los geht's. Ja, manchmal hat man ja auch so Einladungen zu Vernissagen oder Premierenfeiern oder auch Gala-Events. Mhm. Und ich finde, da kann man auch ein bisschen Farbe ins Spiel bringen oder auch ein bisschen Glanz mit reinbringen. Und ja, Anne, ja, und Chris, kommt ran, zeigt euch. Was ich ganz cool finde, ist, Anne schwärmt ja so von ihrem Multicolor-Glitzerschuh und ich habe sie so gefragt, was sie im Schrank hat und dann schickt sie mir das Foto mit diesem, ja, wirklich speziellen, coolen Rock und ich finde das mit dem Schuh zusammen echt mega und da braucht es oben gar nicht mehr viel, einfach ein schlichtes schwarzes Shirt und ja, die Haare haben wir verändert, so zurückgenommen, ein bisschen strenger, damit das Ganze auch die Farbe und die, ja, der Glanz zur Geltung kommt und was ich super finde bei Chris, man muss nicht immer schwarz-weiß, ein weißes Hemd oder, ne, ein schwarzes Hemd, ein weißes Hemd, so die ewigen Klassiker. Ich finde, man kann auch mal in die Farbe gehen und es sieht trotzdem noch total elegant aus, passt natürlich auch gut zusammen. Das Auge fürs Detail kommt da immer wieder durch und ich glaube, über die Schuhe kann unser Experte Tobias vielleicht noch ein Wörtchen verlieren. Mm. Man denkt sich ja immer so, ob das Glitzer dann vielleicht abgeht, wenn man läuft und ob das überhaupt hält, aber da. Nee, tatsächlich, das passt perfekt und wir haben das, wir haben diese Schuhe jetzt schon seit vielen Jahren im Programm, also früher unter Schuhpassion gehabt, reingenommen erstmalig für Herren, dann großer Beliebtheit erfolgt, dann für Damen dazu genommen. Es war natürlich immer ein Hingucker, wenn du im Schaufenster vorbeiläufst und am Abendlicht glitzern die, das ist so dieser Elster-Effekt, der bei uns Menschen dann halt durchkommt, das Glitzer, du willst halt hin, willst sie anfassen, aber am Anfang war es, glaube ich, eher als PR-Gag gedacht.
gedacht gewesen, der Schuh. Aber er verkauft sich immer wieder. Es gibt Anlässe dazu, gerade dann halt um den Jahreswechsel rum, auch wenn man dann halt, das ist so der Schuh für Silvester, dass man so diese in die Neujahrsnacht halt rein den Jahreswechsel begeht, haben ihn jetzt rübergenommen zu unserer neuen Marke Henry Stevens, dort entsprechend jetzt in verschiedensten Variationen mit dem Glitzer drauf. Der geht auch nicht ab, das sitzt alles bombenfest, das ist da drunter alles gefüttert, ist immer noch ein Volllederschuh innen drin, alles aus Leder und die Unterschicht aus Leder und oben drüber dann halt eben diese wunderschöne Glitzerigkeit. Die hier, dass ich das sehe ich das erste Mal so in der Kombination, was dann halt wirklich in dem Rock widerspiegelt und ist eine tolle Geschichte. Also gefällt mir, ist für mich so die coolste Variante, die ich jetzt bis jetzt den Schuh so im Einsatz gesehen habe. Ja, und da sind wir eigentlich wieder beim Thema, was ja auch ein totaler Trend ist, ist diese Multifunktionalität. Das heißt, man kauft sich nicht mehr ein Teil für einen Anlass, was dann im Schrank hängt, sondern man hat Teile, die man auch wieder durchkombiniert. Und ehrlich gesagt, dieses Outfit würde ich auch einfach auf eine Geburtstagsparty anziehen. Das muss kein Silvesterschuh bleiben, sondern Den kannst du überall einsetzen. Und das ist auch immer eine persönliche Sache. Es gibt Menschen, die mögen keinen Glitzer. Bei Anne ist es anders so. Die ist wirklich diese Elster so. Da kommt so dieser Glitzer-Effekt Glitzer durch. Pur. Und ja, und das hat auch ein Stück weit mit ihrer Persönlichkeit und mit ihrem Wesen und mit ihren Vorlieben zu tun. Und wenn sie sich wohlfühlt, wie fühlst du dich in dem Outfit? Superwohl. Ja, also mir fallen tausend Anlässe ein, wo man das einfach so anziehen kann. Und ehrlich gesagt, kann man das auch ein bisschen brechen und sagen, es gehört nicht nur in Silvester rein, sondern super. Ja, einfach schöne Mut haben und die persönlichen Vorlieben auch zeigen. Das zeigt auch ein Stück weit deine Persönlichkeit. Schöne Vorschläge. Vielen Dank an dieser Stelle. You wanted was a game to play, and you couldn't handle that I had my ways. I found your matrix and your side chicks. I'm a winner, babe, but you didn't win. Was fehlt uns noch in dieser Aufzählung ist natürlich, dass man gerade in der heutigen Zeit viele und gern auch im Sommer und im Spätsommer Events draußen macht unter freiem Himmel begehen kann. Und insofern schauen wir doch mal an, was ein passendes Outfit für die Gartenparty sein könnte. Und ich bitte unsere Modelle einmal auf die Bühne. So Cornelia, was sehen wir hier? Also ehrlich gesagt ist auch einer meiner Lieblingskombinationen, weil ich finde, Chris mit dem grünen Schuh und dem grünen Pullover, da komme ich jetzt wieder, es passt einfach so gut zu deinem Typ, also I love it. Ich weiß nicht, wie fühlst du dich? Mega wohl. Also grün ist genau mein dieser Grünton, der sich einfach auch in dieses Grau so einschmeichelt, gleiche Farbhöhe, es ist so auf den zweiten Blick kommt das so durch und ich finde das total schön. Und bei Anne auch diese dunklen Farben, also Anne stehen halt auch diese dunklen Farbkombinationen sehr schön in dieser Seidenschluppenbluse, die du ja auch im Schrank hast. Also alles da. Und dann als Kracher, du liebst es ja ein bisschen glänzend auch, glitzerig, total schönes Pendant mit der Bluse, aber auch zusammen in Kombination. Und hier bei diesem Outfit mit euch beiden, finde ich, ist einfach dieser Schuhknaller so ein Hingucker. Und ich finde, bei einer Gartenparty, was ja auch, wo viel Flora und Fauna und Farbigkeit ist, hier Fokus Schuhe, schon mal nicht schlecht. Das knallt schon raus, aber trotzdem sehr edel. Und nicht, also es ist bunt, aber es ist unbunt auch. Ich weiß nicht, was sagst du als Schuhexperte? Das kann man auf jeden Fall machen. Ja, mir gefallen beide Looks auch sehr gut. Bei den Schuhen ist es natürlich die Gartenparty. Es darf nicht allzu regnerisch sein. Der Untergrund darf nicht allzu aufgeweicht sein, sonst kriegen wir Probleme mit den Ledersohlen möglicherweise. Aber es ist schön zu sehen jetzt auch vor allen Dingen der Schuh von Chris, der ist aus unserer Patina-Linie. Das ist so ein Leder, was halt mehrheitlich vegetabil, pflanzlich gegerbt wurde und dann entsprechend eingefärbt wurde und dann halt so eine ganz besondere Optik bekommen. Das sieht man jetzt hier aus der Nähe, sehe ich es halt auch, haben wir seit ein paar Jahren im Programm unter der Schuh Passion Mark und ich bin immer wieder davon umgehauen. Das sind wirklich sehr, sehr spezielle Schuhe. Und das ist toll, das ist handwerklich super gemacht und das passt jetzt hier schön in so einer Kombination mal zu sehen, gefällt mir das sehr, sehr gut. Ja, die Glitzerschuhe, die hatten wir schon, die sind auch hier wieder ein wunderbarer Hingucker. Also diese Patina an den Schuhen, die finde ich ja auch total klasse, weil das ist irgendwo doch nochmal spezieller. Ich meine, die Farbe ist schon speziell, plus die Patina, aber du bist auch ein spezieller Typ, insofern finde ich, es passt auch wieder, es charakterisiert dich wieder und ist genau dein Farbton, also ja, und du als die Glitzer. Also ich finde, ihr kommt beide in diesem Outfit, seid ihr schon so ein bisschen ein schickes Paar für die Gartenparty. Absolut. Genau. Ja.
Schön, wunderbar. Dankeschön. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende angekommen und ich hoffe, dass ihr ein bisschen Input mitnehmen konntet für festliche Anlässe, wie man sich zu kleiden hat oder was man halt für Ideen dafür haben könnte. Cornelia, vielen Dank. Wie fandest du es? Ist das so? Das ist ja wahrscheinlich ist es für dich auch so eine Premiere, sonst machst du das persönlich, die Beratung mit deinen Klienten oder Kunden, wie man sie auch immer nennen möchte. Und jetzt hier war das Ganze halt im Vorfeld, ist es halt gelaufen, dadurch, dass ihr euch ausgetauscht habt, ihr euch mal getroffen bei uns im Büro und dann entsprechend den Blick in den Kleiderschrank geworfen. Wie war für dich die Erfahrung gewesen, das so hinzubekommen? Also mir macht das totalen Spaß, das auch zu teilen und zu zeigen. Es ist nichts anderes als das, was ich im Alltag auch mache, in die Schränke zu gucken und zu gucken, was ist da, was kann man wirklich, was macht Sinn zu ergänzen und auch diese Spielwiese von eurem Sortiment zu sehen und zu zeigen. Im Grunde war ja alles aus dem eigenen Kleiderschrank und wir haben wirklich kleine Details geändert und dadurch so unterschiedliche Looks für so eine Bandbreite an Festlichkeiten zusammenstellen können. Sowas macht mir natürlich einen Riesenspaß und auch immer aber am Typ zu bleiben und zu gucken, dass die zwei sich auch wohlfühlen. Ja, mega. Das ist genau mein Ding und ja. Sehr schön. Vielen Dank. Ich glaube, die beiden hatten auch ihren Spaß gehabt daran. Insofern den Weg zu Cornelia findet ihr über die Shownotes. Da gibt es dann ihre Internetadresse und wie man Cornelia kontaktieren kann. Wenn ihr mal eine persönliche Beratung halt in Anspruch nehmen möchtet, findet ihr den Weg zu Cornelia über die Shownotes. Die gezeigten Schuhmodelle findet ihr auch unten drin in unseren Shownotes. Da werden die nochmal aufgeführt, welches Modell wo halt eben kam, wie man das beziehen kann. Haben wir alle auf Schuhpassion. Die Kleidung hingegen, da müsstet ihr dann halt nochmal, könnt ihr in die Kommentare schreiben, dann stelle ich einen Kontakt her zu Anne und Chris. Dann könnt ihr die zu Hause besuchen, könnt nochmal in die Kleiderschränke reinschauen und euch das halt bedienen. Und abschließend noch, ich hoffe, das Video hat gefallen, dann Daumen nach oben, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, dass ihr die frischsten Videos immer angezeigt bekommt und ihr habt weiteren Input für uns und Nachfragen auch an Cornelia, an mich, an Anne und an Chris, wie gesagt, den Weg zum Kleiderschrank, dann gerne ab in die Kommentare da rein und wir sehen uns dann im nächsten Video, wo wir uns dann über die Freizeitlooks austauschen werden. Vielen Dank. Ja, genau. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ciao. Ciao.